New England Mountains. Erster Einsatz auf der Map New England. Ich bin super gespannt, was da abgeht. Ich habe in den letzten Tagen im Stream und natürlich auch in den Videos schön ein bisschen gelevelt. Ich habe ein bisschen Silber gemacht. Ich glaube, ich bin mittlerweile Level 7. Ein richtiger Jäger schon geworden. Naja, so ein halber. Und ich konnte mir schon den nächsten Ballermann leisten. Und zwar habe ich mir den Ballermann geleistet, den Coolman für Munition der Stufe 1 bis Stufe 2. Also 1 und 2. Und da ist natürlich New England mit der Vielzahl an Tieren der Kategorie 1 und 2 sehr, sehr sinnvoll. Also, wir fliegen hier gerade über die Map. Es kommt so ein bisschen Intro. Normalerweise wird hier auch viel gequatscht wieder. Und ich habe das immer ausgeschaltet, weil das ganze Gequatsche in dem Game kannst du dir einfach nicht antun. Viel zu viel Gelaber. Ich mache auch absolut gar nicht die Stories, sondern ich will hier jagen gehen, Alter. Schön auf entspannt durch die Wälder pirschen. Ja, und hier in New England, zack, da sind wir. Alter, wie das schon cool aussieht. Sehr, sehr herbstlich, die Map. Sehr, sehr, sehr nice. Ich war jetzt zuletzt eben noch auf der Australien-Map. Und das war schon richtig nice. Und da hatte ich dann gerade den Hund gewechselt. Und jetzt komme ich hier quasi mit dem verkehrten Hund hier auf New England an. Denn hier haben wir wieder viel Federviehzeug. Und das finde ich ganz nice. Guck mal da wieder, die Schellente. Die hatten wir doch zuletzt noch. Und ich muss mich erstmal ein bisschen umgucken. Wo sind denn wir hier? Was haben wir denn hier? Guck mal da, da war schon der erste. Guck mal, da haben wir den Punkt. Hier ist die Base. Schon so halb aufgedeckt. Dann kann man da schon direkt hinlaufen. Wir haben aber auch viel Wasser. Ja, einige Flüsse, die hier durchgehen. Felder offensichtlich, jawohl. Ja, auch spannend, sehr gut. Felder lohnt sich doch auch immer. Hier sind auch direkt Felder neben uns. Müssten doch hier direkt welche sein. Ja, also genau hier in der Richtung. Gucken wir uns gleich nochmal schön um. Und wir haben hier eine Vielzahl von, ja, wie gerade schon gesagt, kleinen Tieren der Klasse 1. Also der Waffenklasse 1. Und da ist es die, das Florida-Kaninchen, nordamerikanische Krickente. Wildtruthahn, Ringfasan, Schellente, Stockente, Virginia-Wachtel, Graufuchs, das ist dann Stufe 2, Kojote, Stufe 2, Rotfuchs, Stufe 2, Waschbär, Stufe 2, richtig nice. Und dann geht es langsam los in Stufe 3, 4, 7 und 8. Also Rotluchs, Stufe 3, Weißwedelhirsch, Stufe 4, Schwarzbär, Stufe 7 und 8, der Elch. Das bedeutet aber doch, wenn wir hier, ich guck mal gerade ins Inventar, wenn wir hier, ich bin immer noch, ja, von der letzten Map ausgerüstet, aber wir gucken mal eben kurz hier ins Zelt, kann man hier eben platzieren, da vorne geht's. Wenn wir hier jetzt einkaufen gehen, so, und uns nochmal ein bisschen ausrüsten, brauchen wir die hier? Ich gucke gerade mal eben. Wir hätten hiermit 4 bis 8. Wir bräuchten eigentlich was mit 3 bis. Das wäre natürlich praktisch. Dann könnten wir mit 2 Gewehren rumrennen. Das wäre natürlich gut. Oder wir bleiben erstmal eben nur auf der Coolman. Und brauchen dafür dann natürlich auch noch die passende Munition. Hier ist sie. So. Und was natürlich auch wichtig ist, ich war shoppen. Ich habe mir endlich ein besseres Visier geholt. Das war ja eine absolute Qual. Das 4x8 Visier ist jetzt mit dabei. Der Caller ist mit dabei. Und wir hätten jetzt 1 und 2. 2 bis 6. Das heißt, wir könnten auch hiermit noch... Oder schon Kojote, Rotfuchs, Waschbär, Rotluchs, Weißwedelhirsch schießen. Und würden dann erst 4 bis 8 auf Schwarzbär und Elch gehen.
Das sind jetzt die drei Gewehre, die ich dabei habe. Oder ich gehe hier auf den Sundberg mit der dicken, fetten Munition. Hier ist sie. 4 bis 9 mit der ganz großen Aufpilzung. Denn ich bräuchte eigentlich auch Punkte in... Ich bräuchte Punkte in den Pistolen. Ich nehme die mal erst raus. Ich kann das ja immer noch mitnehmen. Ich habe das Zelt dabei. Ich nehme das erstmal noch raus. Und dann gucken wir mal. Kann ich das Zelt jetzt überhaupt aufheben? Oder ist es zu schwer? Oh, da haben wir was. Weißwedel. Na guck. Ein Weißwedel weiblich rennt hier hinten rum. Alter, der Wald sieht ja richtig gut aus hier. Da ist es doch. Zerlegen und einpacken. So, wir rüsten uns aus. Wir haben jetzt, also, auf der 1 bis, fangen wir damit mal an. Ich mag das mit dem Rad ja nicht, ne? 1 bis, da kommt die, dann kommt da die Ranger hin, dann kommt da die hin. Wir haben die passende Munition dafür. Ach, ist das schön. Wir haben das bessere Visier endlich. Richtig, richtig nice. Und wir haben die Lockmittel, das haben wir auch. Geruchsneutralisierer natürlich, Fernglas ist ausgerüstet und das Zelt machen wir mal hier auf die 8. Und damit sind wir schon startklar. Die Waffe 1 bis 2, wir kommen deutlich näher ran jetzt hier. Endlich mal ein vernünftiger Zoom. Jawohl, tipptopp. Und damit geht es los. Ich würde sagen, wir starten erstmal natürlich hier mit der Base und danach mache ich, glaube ich, nochmal einen Ausflug hier zum Gewässer. Vielleicht finden wir da ja schon die ersten Vögel. Wow, eine absolut idyllische und richtig schön atmosphärische Map. Sehr, sehr, sehr nice. Gefällt mir ja richtig gut hier. Überall so kleine Wege auch noch dazwischen. Nice. Dann immer mal wieder kleine Schwärme von Enten, die hier so langziehen. Gerade hat auch schon ein Elch irgendwo rumgerührt. Ich habe gerade schon den ersten Spot von einem Bären gefunden und da vorne, wir gehen mal hier einfach mittendurch, hier vorne haben wir auf so einer kleinen Lichtung die Base und die schnappen wir uns natürlich. Und da rennt der erste Elch weg. Ein Elchweibchen. Ist es denn wahr? Direkt hier an der Base. Da ist noch was. Da war noch was. Da hinten. Vielleicht war es die gleiche, die Elchkuh. Umherziehend. Die lassen wir natürlich erstmal wegrennen. Die Low-Level-Elch-Weibchen lassen wir da. Und wir entern natürlich jetzt hier erstmal die Base. Zack. Also, schöne kleine Hütte hier im Wald. Wir haben jetzt ja alles. Ich war ja vorher jetzt gerade schon am Zelt sozusagen shoppen. Und ich gehe jetzt auch direkt los. Und zwar hier links rum. Der Wind kommt quasi aus Westen. Das heißt, wir gehen jetzt hier rum und gucken dann in Richtung Westen. Der Wind kommt dann hier eben schön uns entgegen sozusagen. Also, ich laufe jetzt hier los und wir sehen uns dann gleich am Wasser. Da ist tatsächlich was. Eine Stockente da vorne. Stockentenweibchen, wo die eine ist, sind bestimmt auch noch mehr. Aber es ist noch nicht wirklich viel hier. Ganz, ganz, ganz tricky. Jetzt könnte ich natürlich den Labrador eher mitnehmen, ne? Wenn wir hier auf Federviech gehen. Theoretisch, was haben wir für eine Entfernung? 123 Meter. Ist es nur diese eine Stockente? Ist da nicht noch mehr? Der Wind steht aber gut, das heißt, ich gehe noch mal ein bisschen näher dran. Ich gehe mal unten bis zum Wasser und dann gucken wir noch mal. Also bisher, tricky das Ganze. Nicht wirklich viel zu sehen hier an der Stelle, aber der Wind steht gut, das ist schon mal richtig gut. Überall diese Vermessungen hier oder was auch immer das sind, irgendwelche Apparaturen hier am Ufer. Da drüben auch. Aber ich denke, das wird jetzt nicht zwingend die Tiere verschrecken. Also einfach noch mal ein bisschen näher ran. Genau, da ist ja die Markierung jetzt hier für den Schlafplatz sozusagen. Ich bin knappe 90 Meter entfernt.
Und es schnattert und es schnattert. Vielleicht platziere ich auch hier nochmal Stockenden auf dem Wasser. Und dann hätte man hier vielleicht nochmal eine Möglichkeit, auch was anzulocken. Das heißt, ich baue hier ein paar Attrappen auf, baue hier den Caller dazu neben und setze mich dann in so ein Tarnzelt hier und kann dann von da aus ein paar Stockenden schießen. Um eben auch, also vom Tarnfeld, vom Tarnzelt aus, um dann eben auch hier nicht Warnruf Bär, um dann nichts zu verscheuchen zu sehr oder zu viel Jagddruck zu machen, ne? Warnruf Bär. Hat er mich gesehen? Hat er mich gehört? Er schnattert ziemlich wild gerade los hier. Da war doch was. Warte. Da. Da hinten nochmal eine Schellente. Mitten im Wald. Das ist ja ein Ding. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, jetzt muss ich gleich mal gucken. Das Gewehr ist auf 50 Meter genullt. Wir sind hier vorne, also zum Spot, nur noch 60 Meter entfernt. Begleiter, Platz. Vielleicht bin ich auch schon zu gut zu sehen gleich. Und einfach zu nah dran, ne? Da hinten ist sie. Ich sehe tatsächlich nur diese eine. Und was ich da sehe, ist aber auch ein anderer Spot. Außen ungefähr 70 Meter. Das ist nochmal gut zu wissen. Da. Da, männlich. Stockente, die nehmen wir doch mit. Die nehmen wir doch mit. Und da hinten ist noch eine. Und da ist noch eine. Die sind einfach im Wald. Mit Zweier. Schön. Ja, cool. Aber da gehen wir jetzt trotzdem drauf. Die nehmen wir uns jetzt hier mal raus. Bin auf 50 Meter genullt. Geh ein bisschen drüber. Licht. Ich glaube, ich lasse das auch mal so. Nicht zu viel hinterher schießen wegen dem Jagddruck einfach. Dass die Spots jetzt hier nicht aufgegeben werden in Gänze. Aber das ist doch schon mal nice. Ich kann leider immer noch nicht durchs Visier anvisieren. Aber da hinten zum Beispiel, die Schellente, die wäre immer noch da. Das zählt aber noch nicht als Spot. Das ist natürlich jetzt neu so ein bisschen für mich, dass die einfach, ja doch, hatte ich so noch nicht gesehen, dass die einfach so im Wald rumrennen. Das ist natürlich ein Ding. Also, gehen wir mal eben normal hin. Gucken wir mal, was da ist. Den Hund könnten wir natürlich jetzt auch nochmal holen bei Fuß. Komm. Und da liegt sie, die Stockente. So. Trophäe bestätigen, Silberwertung. Ja, alles soweit richtig. Ja, knapp unter Gold. 15,48 wäre Gold, 15,21 aus der Entfernung. Lunge, Wirbelsäule. Ich hätte gar nicht so hoch zielen müssen. Also, passt doch auf die kurze Entfernung. Sehr effizient. Und wir haben 300 Geld dazu. Das ist immer wichtig jetzt. Und natürlich noch mehr XP. Ganz, ganz wichtig. Mehr XP-se. Damit ich auch endlich die Entfernungsmesser freispiele und so weiter und so weiter. Da ist der Hund vor mir, okay. Da war da was? Da, schon wieder, Tatsache. Da. Na guck. Wieder Stockenden. Wie weit ist das denn entfernt hier hinten? 300 Meter. Hier sind es 100 Meter. Wenn ich also mich hierhin platziere, und hier vielleicht was aufbaue. Dann haben wir von hier 150. Dann könnte ich doch mit dem Lock, mit dem elektronischen Locker hier, alles anlocken. In der gesamten Umgebung. Sollte doch, oder? Gucken wir. Ich probiere es mal aus. So, wir haben hier vorne jetzt auf 20 Meter die Stelle, auf der ich dann eigentlich
locken will. Das bedeutet, ich baue jetzt hier hinten nochmal das Zelt auf. Bisschen mit Abstand. Hier geht's. Na, ist es denn? Hier, wo die Steine sind, das ist ja nett. Da kann ich mich reinquälen. Das ist auch manchmal so weird, ne? Okay, wir haben das Zelt. Auf der Flucht, das hat jetzt den Weißwedel hier schon direkt verscheucht. Das ist ja ein Ding. Okay, wir haben das hier aufgebaut. Dann gucken wir rein. Wir hätten oder wir brauchen hier noch ein Tarnzelt. Aus dem Lager nehmen wir eins. Vom Enten-DLC. Und dann kommen auch noch die Attrappen. Ich nehme mal dieses hier. Und dann nehmen wir das Tarnzelt hier wieder auf die 8. Und das kommt jetzt hier oben hin. Ich hoffe, dass das gleich passt. Ah, ne, ein bisschen weiter noch. Ich hätte ja schon gerne auch das Wasser gesehen. So ungefähr in dem Bereich. So. Dann holen wir noch die Attrappen dazu. Alter. Es ist schon cool. Also da muss ich ja wirklich sagen, das Rumrennen hat ja was für sich. Aber eben so was Gezieltes, so ein Aufbau. Und dann dieses Überlegen, wie man anlockt, das hat auch was für sich. Das haben wir. Attrappen brauchen wir. Lager, Attrappen. 5 und 5 habe ich noch, genau. Genau. Die kommen jetzt hier auf, nehmen wir einfach mal hier die 7 und die 8. Und dann haben wir hier alles soweit, was wir brauchen. Theoretisch. Der Hund kann mal Platz machen. Auf der 7 und der 8. Ich gehe schon mal ein bisschen langsamer ran, oder? Ich glaube, da hinten am Rand waren ja auch schon welche. Ja, ich gehe mal ein bisschen langsamer ran. Ich will jetzt hier nicht irgendwie unnötig was aufscheuchen. Ich hoffe aber auch einfach mal, dass dann hier in der Area trotzdem einfach noch die Enten gelockt werden. Komplett auf Stockente. Und dementsprechend werde ich eben auch gleich den Caller hier platzieren. Kann ich die eigentlich hier platzieren? Ja, ne? Ja. Also die müssen noch nicht mal auf dem Wasser sein. Aber ich werde einfach hier welche am Wasser platzieren. 1, 2, 3, 4, 5. Und genauso jetzt auch die anderen. Da kommt auch schon was an. Nicht so schnell. Ich bin noch nicht so weit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ich verziehe mich auch schon ganz schnell. Denn wir wollen ja jetzt hier gleich auf entspannt die Enten schießen. Und wenn ich mir das so ansehe, bin ich ja schon bald dabei, hier Schrot zu verwenden. Und ich habe den Caller noch nicht mal platziert. Der Caller kommt natürlich auch noch mit zum Einsatz. Kann er da nicht hin? Hier kann er hin. Dann kommt er hier hin. Wir aktivieren die Stockente. Perfekt. Und ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich nicht vielleicht doch noch Schrot nehme. Denn so wie das jetzt hier gleich abgehen muss, ich hoffe es zumindest, wir haben Tag, nicht wie beim letzten Mal mitten in der Nacht. Ich sehe, wann die hier landen. Ich habe genug Abstand mit dem Zelt, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig. Jetzt können die hier schön alle kommen. Da flattert doch schon wieder was. Das sind aber, glaube ich, Schellenten, kann das? Weg sind sie, da hinten. Da. Alter, ich bin zu langsam. Schellenten sind das tatsächlich. Jede Menge Schellenten. So, schnell rein hier ins Zelt.
schnell rein. Immer noch gut getarnt. Und jetzt hier drin richtig gut getarnt. Ich kann sogar aufstehen. Tip top. Tip top. Und da steht auch schon eine. Trivial 1. Schellente 2. Die nehmen wir raus. 50 Meter. Die haben wir. Und da flattern sie natürlich alle wieder los. Aber was man eben auch schon sieht, es ist ein deutlich geringerer Jagddruck hier. Das ist nicht so dunkel, so wie hier oben, ohne Zelt. Und das ist eben auch ganz wichtig, dass wir eben hier, wenn wir hier mehrere Tiere schießen wollen, eben auch nicht so viel Jagddruck erzeugen, dass wir dann eben hier auch mehrere schießen können. Und dass dann eben hier so ein Spot auch nicht komplett wieder auf sich auflöst sozusagen. Denn wenn zu viel Jagddruck entsteht, dann eben, oder dann sind halt die Spots irgendwann weg. Ne? Hier ist jetzt gerade dieser Spot, dass hier genau die Schellente zwischen 9 und 11 Uhr. Hier ist quasi so ein Bedürfnisgebiet. Zack, Alter, komplett durchschossen. Herz, hinten, alles. Gabelbein. Übertrieben. Ich habe auch einen übertriebenen Ballermann, ey. Silberwertung. Mitgenommen und Level up. Ja, ist es denn wahr? Sehr, sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Haben wir denn im Level up? Ja, wir haben einen Fertigkeitspunkt bekommen. Und ich gehe erhöhte Entfernung von Spuren oder zeigt Informationen zum ungefähren Gewicht des Tieres. Ich glaube, ich gehe erstmal da rein. Mach dich bei nebligem Wetter. Ich gehe erstmal da noch rein. So, schon zu weit gelaufen. Kann ich eigentlich jetzt hier eben den Hund tauschen? Den Hund, der apportiert. Geht das? Zwinger, jawohl. Wir nehmen uns hier den Rider als aktiv festlegen. Der andere ist zurück. Da ist er, perfekt. Und zusätzlich, weil wir ja hier schon gerade unterwegs sind, beim Entenjagen nochmal, ich nehme hier nochmal die Flinte mit. Und die dazu passende Vogelschrotmunition. Und das haben wir jetzt quasi im Inventar. Und dann haben wir hier auf den Waffen. Ich tue das jetzt mal auf die 4, die Flinte. Muss ich mich bloß dran gewöhnen. Auf die 4. Und dann kann es losgehen. So. Zack. Schön mit dem Schrot ein paar Flintenpunkte machen. Dass man eben auch da ein bisschen weiter levelt. Und dann gucken wir mal. Das Ding schnattert hier schön. Quack. Und ich gucke einfach, was hier noch alles so reingeht. Der Hund, da kommt er. So, da ist er, der Rider. Den setzen wir mal eben hier hin. Platz. Jawohl, schön ein bisschen versteckt im Grün. Und in der Zwischenzeit können wir jetzt hier wieder gucken und suchen, ob da nicht entweder am Rand was ist. Guck mal da. Guck mal da. Ein Truthahn. Wie weit ist der denn weg? Der ist doch weit weg, oder? Ist das der? Truthahn, jawohl. 250 Meter ungefähr. Oh, den könnte ich aber auch mal probieren, oder? Komm, den probieren wir mal. Das wäre halt nice, wenn das klappt. 250 Meter. Ich kann auf 150 Meter nullen. Und er hat ihn. 3, 2, 1. Okay, er liegt. Kann er ihn apportieren? Ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt weit. Rennt er jetzt 200... Okay, er schwimmt. Schwimmt er jetzt hier auf 250 Meter? Er ist ein bisschen geskillt da drauf. Er hat, ich habe die Talentpunkte dahin gemacht, dass er weitere Entfernung machen kann und auch nicht so schlapp wird dadurch. Das wäre ja der Hammer. Das wäre ja hier ein super See. Das wäre ja hier ein super See, wenn das so klappt. Na, wo ist er? Er ist tatsächlich... Nee, ist ihm zu weit, oder?
ist ihm zu weit. Schwimmt da zwar hin, aber denkt sich dann auch auf halber Strecke, Alter, ich sauf gleich ab. Ich pfeife ihn nochmal aufs Apportieren. Auf die Entfernung. Ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ist er abgesoffen? Mach keinen Scheiß, mein Hund ist weg. Sorry, Hund? Ah, da. Nö, er sucht einfach. Ja, feini. Graufuchs auch hier. Auch nicht schlecht. Ja, das ist eben auch so ein Ding. Ich denke, ich werde in Zukunft mehr auch diese Zelte nutzen. Die Zelte setzen und nutzen, so. Denn, ja, alleine durch diesen Jagddruck oder das Verringern des Jagddrucks, das ist halt super essentiell, super wichtig, dass man eben auch mehr an einem Spot schießen kann und dass eben dann diese Bedürfnisgebiete eben auch nicht verschwinden. Also das sollte schon sein. Ja, Alden, das war aber mal nix, ey. Ich dachte, du rennst da mal eben wacker rüber und holst mir den Truthahn, Alden. Komm, hopp, zweiter Versuch. Let's fetz, Alden. So, in der Zwischenzeit gehe ich mal auf eine andere Entenart, und zwar auf die Shell. Wait, Graufuchs war doch auch gerade hier, ne? Alter, stell dir vor, wir können jetzt hier mal eben den Graufuchs holen. Der hat da hinten ja gerade gepfiffen. Das wäre ja nice. Das wäre ja richtig nice. Ich glaube, der Hund schafft das nicht. Ich sehe ihn auch schon wieder nicht. Nee, ist zu weit weg. Hier vorne quietscht irgendwie was. Ich habe doch da gerade irgendwas reagieren gehört. Da kommt er an, der Hund. Oh. Die nächsten Enden. Stockenden. Stockenden aktivieren. Hund bei Fuß. Platz machen da vorne. Zack. Platz. Zack. Loben. Hab sie. Von hinter mir lang geflogen. Auf der Flucht Graufuchs. Da war wirklich der Graufuchs, ich sage es euch. Ey, das ist so cool. Das ist doch cool. Einfach mal eben wechseln. So, jetzt aber apportieren, Alten. Den haben wir doch jetzt hier. Hammer. Hammer hart. Kriege ich den Graufuchs? Der ist halt genau in meinem Mief. Der rennt halt genau in meinen Mief rein. Also das probiere ich jetzt auch nicht weiter. Das ist ja eher unwahrscheinlich, dass der das... Wo rennt denn er hin? Er rennt jetzt wieder da vorne hin. Oder hat er mir die andere schon gebracht? Nee, ne? Er rennt halt jetzt wieder zu dem ersten Dingen. Das ist nicht so cool. Er will halt den Truthahn da hinten. Den hole ich nachher. Ich renne nachher einmal rum, Alden. Entspann dich. Ja, aber das ist doch... Zumindest hier schon mal wieder ein richtig guter Spot. Alleine von der Aufteilung her. Die Frage ist halt jetzt, wie gesagt, mit dem Wind, was halt hier noch rumrennt. Wenn hier die Füchse auch sind und so, dann pfeife ich die auch gerne ran. Also im Großen und Ganzen schmeckt das jetzt schon mal richtig, richtig gut hier. Und allein atmosphärisch, ne, ist ja der absolute Hammer hier. Das ist doch der absolute Hammer. Einfach nebenbei hier schön auf Enden. Nachher irgendwann packe ich das dann alles wieder ein. Dann renne ich nochmal ein bisschen weiter hier auf Elch vielleicht nicht. Aber vielleicht so auf die Füchse.
auch noch mal testen. Und dann war ja auch der Rotluchs, war ja auch hier. So, Alten, da hinten. In die Richtung. Jawohl. Feini. Ab geht er. Raketenmäßig. Und? Hat, glaube ich, schon was im Mund. Jawohl. Tipptopp. Da kommt er an. Sensationell. Danke dir. So, erstmal loben. Trophäe bestätigt. Von hinten doch noch getroffen mit dem Schrot. Die Stockente. Auch richtig, richtig nice. 300 Geld. Nix ausstopfen. Mitnehmen. Wir wollen XP. Wir wollen Cash. Das muss weitergehen. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, von der Frequenz her ist auf der finnländischen Map, auf der Finnland-Map doch noch ein bisschen mehr los, weil da eben auch unterschiedliche oder mehr unterschiedliche Arten hier lang flattern. Vielleicht testen wir hier nochmal eben. Schellente oder Krickente. Einfach mal ein bisschen rufen lassen. Auf der, wie heißt die, Revontuli, da war dann, je nachdem, was man mal, da, siehst du, irgendwo kommt der Call, genau das. Jetzt kommt aber die Stockente wieder an. Ist aber nicht schlimm, gehen wir sofort drauf und aktivieren die Stockente. So, Gewehr gezogen. Wir haben das Schrotgewehr. Vielleicht kriegen wir direkt hier so einen Drilling. Drei auf dem Haufen. Das wär's, wa? Das wär's doch. Schön in Deckung bleiben, gucken, wo die anfliegen. Die kreisen halt erstmal so ein bisschen. Und irgendwann kommen sie zum Landeanflug. Und wenn sie nicht direkt über mich drüber fliegen, dann landen sie auch wirklich. Oder nicht direkt durch mich durch. Von allen Richtungen hier. Von allen Richtungen. Da, 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 da! Schon wieder! Wieso landen die denn auf mir? Warum landen die denn auf mir? Warum fliegen die denn zu mir? Das ist ja wild. Schon wieder? Ich meine, da vorne gackert's, da vorne sind doch die Kollegen. Das ist doch eigenartig, oder? Soll das so sein? Ich weiß es nicht. Da kommt er wieder an. Sehr schön. Zack, erledigt. Silberwertung auch wieder. Flügel getroffen, runtergefallen. Ja, maximale Wertung wieder. Mehr Geld, mehr XP. Und das eben schön auf Flinte. Und so kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass ich das auch nochmal mache mit der Pistole. Vielleicht mit der Luftpistole zum Beispiel. Dass man darüber dann eben auch ein paar Pistolen-Skillpunkte machen kann. Also, ganz auf entspannt hier noch ein paar Vögel schießen und gucken, was hier noch alles so kommt. Aber im Großen und Ganzen, auf der gesamten Map, also ich glaube, ich werde hier noch zwei, dreimal was schießen. Ich glaube, man kann 15 Mal hier was schießen. Ich weiß es aber nicht so ganz sicher. Ich will es halt nicht übertreiben, dass hier die Spots kaputt gehen. Deswegen werde ich auch bald einfach hier den Spot wieder wechseln, ein bisschen was einpacken und dann auch nochmal hier an den Feldern gucken. Wir haben ja noch wahnsinnig viel zu entdecken auf der Map. Von daher sehen wir uns doch, würde ich sagen, beim nächsten Mal. Entweder im Livestream dienstags, donnerstags und sonntags. Da geht es immer richtig schön jagen. Und an den anderen Tagen sind wir ja immer angeln in Russian Fishing 4. Oder natürlich auf YouTube, denn da gibt es jetzt natürlich auch regelmäßig die Videos zu The Hunter Call of the Wild neben den Videos zu Russian Fishing 4. Weidmannsheil, ihr Lümmels, bis zum nächsten Mal.